Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum 13. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, das letzte Mal haben wir hier aufgehört gehabt. Wir haben es zweimal nicht geschafft gehabt, dort uns hinten durchzuschleichen, da wo der Wache da hinten steht. Wir sind hier gerade in Istanbul in der Türkei und müssen uns jetzt hier langsam vorarbeiten und versuchen, die Wachen alle auszuschalten. Wir sollen zum Brunnen gehen, hat uns als Tipp gegeben, deshalb machen wir das. Aber wir werden jetzt über die Seite versuchen, da hinzukommen. So, ganz leise, ganz leise. Warte, zack, den schnappen wir uns. Wir dürfen aber nicht gesehen werden, das ist das Ding, Freunde. Das ist nicht so einfach, weil... Ah, guck mal, wie viele hier sind. Das ist richtige James-Bond-Taktik hier, Alter, Junge. Ich war letztens im Film Spectre gewesen mit meinem Vater. Den können wir noch töten, oder? Ey. Schön. Okay, weg, 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 weg. Okay, der eine hat hinten nichts mitbekommen. Das heißt, wir könnten jetzt hier lang gehen und den da runterziehen. Der chillt da gerade nur zu gut. Der chillt da perfekt, um den runterzuziehen. Sag, optimal. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt kommen die zwei Wachen noch dazu. Komm, diesmal schaffen wir es direkt beim ersten Versuch, Alter, Freunde. Ich bin gerade voll unter Adrenalin, Mann. Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang gehen sollen. Am besten wäre natürlich... Ne, hier lang direkt wäre nicht so gut. Ich glaube, erstmal die Wache da hinten. Oder soll ich jetzt einfach mal rüberspringen und riskieren, um den zu töten? Ich weiß nicht. Was sagt ihr, Alter? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann das eh nicht umsetzen. Das ist ja ein Let's Play, ist ja nicht live. Ja, ich versuch's jetzt einfach mal. Komm. Schön, schön, schön. Der andere schaltet den anderen aus. Perfekt, Alter. Optimal. Der lässt seine Waffe. Können wir jetzt hier rein? Ey. Digga, wo lang geht's denn jetzt? Wo ist der? Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Wir haben es jetzt direkt beim ersten Mal geschafft. Optimal, Freunde. Boah, das erinnert auch einen voll an James Bond. Ich weiß nicht warum, Alter. Das ist hier. Wir sind jetzt nämlich, Moment, drück mal Pause, diejenigen, die das noch nicht wissen. Wir sind auf der Suche nach dieser Wunderlampe. Und in dieser Wunderlampe ist etwas drin, das uns auf die Fährte von dem Schatz von Marco Polo bringt. Und das wollen wir natürlich machen. So. Junge, Alter. Uncharted ist so ein geiles Spiel. Ich verstehe nicht, wieso viele das Spiel nicht so feiern können, ne? Also das ist mega geil. Aber jeder hat einen anderen Geschmack natürlich. Aber es ist genau mein Ding, Alter. Genau mein Spiel. Und deshalb werde ich es euch natürlich zu Ende spielen, Alter. Ich werde jetzt hier nicht mittendrin aufhören, nur weil es 50% nicht gefällt auf dem Kanal. Nee, 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 Freunde. Solange es mir Spaß macht, ist alles gut. So. Ach du Scheiße, Alter. Wie viele Wachen hier wieder sind, ey. Mist. Was jetzt? Ja, was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Und Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Oh, okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Klar. Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Der Drake sieht richtig gut aus für einen Mann. Sag ich dir aber nicht. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Senin bekmeleri diyorum. Benim de Türkiş. Bunlar neki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Sensik ya ona koyum. Bana çay çöp gibi. Doğru sputsuzluk. Schön. Zwei sind betäubt. In Ordnung, es geht los. Ah, guck mal die da oben, Alter. Auf die müssen wir aufpassen. Ah, die Reichweite ist... Meint ihr... Ne, guck mal, so weit geht das nicht. Seht ihr das? Das leuchtet nämlich nicht weiß. Vielleicht von hier? Ja. Optimal. Hat er den abgeschossen, den anderen? Ja, perfekt. Okay, beide sind tot. Jetzt müssen wir nur noch... Wir müssen zu dem Weg rauf. Wir können dieses Ding hier schieben wahrscheinlich, ne? Oder? Was sagt ihr? Ich denke mal, das kann man schieben. Ja, siehst du? Komm, 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 komm. Also, das macht mir schon viel mehr Spaß irgendwie als der erste Teil, weil allein dieses Level ist schon mega geil. So. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. So James Bond-mäßig. Brauchen wir bloß ein Pferd, Alter. Dann haben wir die Kutsche fertig. Die Frage ist, wo geht's denn jetzt hier weiter, Mann? Ah, fein. Über die Balken kommen wir aufs Dach. Wenn wir da hochkommen. Okay, gut, dass ich das habe, was? Fuck. Ah, da hat er so ein Seil. Ja, das ist gut. Ja, natürlich, 100er Prezi, genau da oben angehakt. Also ich glaube, ich würde da erstmal 120 Versuche für brauchen, um das zu schaffen, ne? Das müssen wir auf jeden Fall lang klettern. Ab geht's. Ja, Freunde, heute hat mein Vater Geburtstag. Hey! Ella die Körre! Ella die Körre! Auch noch rum! Geil. Ja, mein Vater ist heute 58 Jahre geworden, ey. Richtig krass, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Und ja, wir werden am Wochenende wieder schön zusammen was essen gehen, was unternehmen. Jetzt so komm. Muss es auch sein. Okay, okay, ich komme. Aber nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug.
Und letztes Mal war das Essen, also was laber ich letztes Mal? Gestern war das richtig geil, das Essen. Vielleicht haben die einen das schon auf Instagram gesehen. Wir waren lecker Steak essen bei Maredo, Alter. So geil, Alter. Das hat unnormal geschmeckt. Also wer mir noch nicht folgt auf Instagram, Freunde, der kann das gerne machen. Also ich denke mal, die meisten folgen mir da schon. Ich habe da, glaube ich, schon 130.000 Follower. Das ist auch schon eine heftige Zahl. Und ja. Was sagt... Wieso, er schafft das? Und jetzt nochmal rüber einfach. Zack. Optimal. Wo ist denn der andere, Alter? Nicht, dass er wieder von Wachen da belästigt wird. So. Ah, der springt da auch. Perfekt, der ist da schon. Okay, alles klar. Junge, hier, an diese Stelle kann ich mich erinnern jetzt ein bisschen. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Das ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Okay, wir müssen da hinkommen, Alter. Okay, ist ganz schön weit weg. An diese Stelle kann ich mich noch erinnern, ich schwöre es euch. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie erinnere ich mich noch gerade dran. Ah, der ist da drüben. Boah! Junge, der Nathan, nicht Alter. Nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Er ist auch verdammt tief, Alter. Junge, aber er geht, Abstand ist eigentlich in Ordnung. Also das würde ich mich auch noch, also ja, das denke ich schon, würde ich mich noch trauen. Weil guck mal, da ist es ja, hast du noch eigentlich noch genug Platz nach vorne. Circa, ja, einen guten halben Meter. Aber jetzt mit dem Springen, das würde ich niemals machen. Oha! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Hilfe, Hilfe! Du hast zugenommen, Mann! Oha. Oh, Mann, das war knapp. Keine Donuts mehr für dich. Keine Donuts mehr für dich. Das rennt in einem Kreis rum. Habt ihr das gesehen? Von der rennt gerade einfach so. Ist der bescheuert, ey. Komm mal runter, Flynn. Okay, wir folgen ihm einfach mal. Der ist ja auch richtig gut. Boah, guck mal, das Wasser da hinten. Alter, das sieht ja schon verdammt pornorös geil aus, Alter. Ja. Hammer. Hammer. Nochmal. Du bist du. Boah, ich hab gedacht, der fällt jetzt runter, ne? Ah, wir müssen jetzt nach links nehmen. Ich seh dir das da, das ist diese Klippe. Mal nach links und dann nochmal nach rechts. Und dann springen wir ab und boom! Geschafft. Hinter dir. Wie immer. So, hier können wir jetzt nämlich weitergehen. Zack. Hoch. Da ist einer über dir, über dir. Oh, oh, oh. War vier. Oha. Ja, okay. Guck mal. Einer unter dir. Einer unter dir. Warte, warte mal, warte mal, warte mal. Das Beste ist, wisst ihr noch, was der vorhin gesagt hat, der Flynn zu dem Drake? Ey, du kannst sowohl mit dem Gewissen leben, wenn du die nur betäubst. Aber jetzt bringt er die doch selber um. Der zieht ihn einfach runter und schmeißt ihn ins Wasser aus 50 Metern, ey. Was ein Vogel. Junge, Junge. Oha, sind hier irgendwo welche? Wo ist denn der Flynn? Kommt er noch oder kommt er nicht mehr? Okay, hier wird es definitiv nicht weitergehen. Deshalb würde ich mal sagen, ja, ich würde mal sagen, hier lang geht's weiter. Was ist das denn? Ein Scheinwerfer? Okay, hier geht's hoch. Boah, das ist ja, Istanbul. Oder? Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Das ist Istanbul, Freunde. Alter, sieht gar nicht mal so schlecht aus hier von der Grafik. Also finde ich nicht schlecht. Also Istanbul in echt sieht natürlich, glaube ich, nicht so aus, oder? Die Türken können ja gerne mal jetzt kommentieren, ob es da wirklich so aussieht. Ich war noch nie in Istanbul. Aber sieht schön aus hier, Alter, muss man sagen. Sieht, hat ein bisschen was von Rom. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ein bisschen so in der älteren Zeit, das Spiel, glaube ich. Also, oha, jetzt geht's hier. Kletter, 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 kletter. Das würde ich mich auf keinen Fall trauen. Oha. Hinter dir ist eine Wache. Erstmal hier. Boom, Headshot. Und jetzt. Tschu. Hallöchen. Fällt da direkt um. Kommt sie durch. Ah, da ist eine Leiter, oder? Nee. Fast geschafft. Ja. Da ist der Turm. Aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Ja, Chloe ist ja auch noch da, Freunde. Das Vibe, das geile Vibe, Alter. Die ist einfach so heftig. Aber die Frage ist, wo ist denn jetzt der Flynn? Und ich glaube, jetzt... hintergeht er uns oder so, ich weiß es nicht, ey. Irgendwas wird hier noch passieren, Freunde. Also das kann nicht so einfach sein. Ah, da ist doch der Flynn. Okay, ich habe gedacht... Ja, irgendwas... Ich glaube, der verrät... Ich weiß es nicht, Alter. Der hat sowas Komisches in sich. Aber wir schauen einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Erledige ihn. Warum bist du hier? So, der hätte ihn doch auch erledigen können. Ach, Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Tadam! Braves Mädchen. So, jetzt können wir näher ran. Mal, jetzt geht's in den Turm rein und auf die Suche nach der Wunderlampe. Aladdin! Arabische Welt! Was macht er da? Abracadabra. Ah, der hat auch den Alarm ausgeschaltet, glaube ich. So, jetzt müssen wir nur noch die Lampe suchen. Geh! Okay. Da müsste die irgendwo liegen, ne? Irgendwo da müsste die Lampe sein.
Ich hoffe, da sind keine Wachen drin, aber gerade das müsste doch gut bewacht sein, Freunde. Ladies first. Schwulen danach. Ladies first. Schwulen danach. Auf geht's. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas jetzt passieren wird? Irgendwas wird passieren. Da ist die Lampe. Oha. Da irgendwas muss das da drin sein. Und da ist die Alarmanlage. Ach du Scheiße. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Was hat der denn da? Ey, der ist ja für alles gewaffnet, der. Alter. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Siehst du, da ist was drin in der Lampe. Hä? Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Schon mit einem Taschentuch. Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Oha. Und jetzt halt das rein. Halt das rein. Wow. Lass sehen. Guck jetzt. Jetzt wird man nämlich was anderes sehen. Oha. Krass. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Das kenne ich, Shangri-La. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Jetzt kommen locker die Wachen, Alter. Yalla, yalla. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Oha. Aber was ist mit unserem Plan? Nein. Das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Was für ein Bastard! Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Oha! Und willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Oha! Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Was für ein kleiner Bastard, Alter. Soll in der Hölle verrecken, diese Missgeburt, ey. Was ein Verräter. Oha. Ach du Scheiße. Oh, die Türken haben natürlich direkt die besten Waffen, Alter. Ach du Scheiße, ey. Alter. Alter. Junge, die, guck, was die für Waffen haben. Ja, geil. Ich hab nicht mal mehr Schüsse. Ich kann nicht mehr schießen, Freunde. Ne. Ich muss einfach mit... Nein. Oha. Scheiße, das war's. Nein. Alter, wo lang soll ich denn hin? Oha, ficken uns gerade. Ja, wir sind gefickt. Wir sind gebumst, wir sind gefickt, wir sind alles. Ich kann nicht schießen, wo lang soll ich denn rennen? Ja, jetzt geht's. Sag mir da. Ah, da ist eine Treppe. Zieh durch. Fuck. Alter, die dürfen mich nicht kriegen. Alter, Junge, Glück gehabt. Okay. Fenster, denk raus, nach, raus. Nee, denk nach. Alter, jetzt müssen wir hier wegkommen. Der scheiß Verräter, da ist, glaube ich, ein Dings, ein Deckel, ein Gulli. Komm, schnell runter, da runter, da! Da könnt ihr nicht nachkommen. Spring einfach rein, Alter. Egal, ob da Wasser ist oder nicht. Oh. Oha, wir müssen jetzt durchziehen. Bestimmt verfolgen die uns immer noch, Alter. Hier lang. Ich zieh jetzt einfach durch, Mann. Ist mir scheißegal. Ich hab Angst. Okay, konzentrier dich, Nate. Konzentrier dich. Oha, da oben sind auch Wachen. Geil. Komm nicht hier bloß raus.
O kadar, o kadar. Gel buraya. Aman akoyim. Scheiße, da ist ein Weg in sich. Ah, weg, weg. Geht doch. Oh, Junge. Fuck, die sind da überall. Sogar in der Kanalisation sind die ganzen Wachen, ey. Da ist eine Treppe. Perfekt, eine Leiter. Junge, Junge, dieser scheiß Verräter, dieser Flynn, ey. Hab ich's doch gewusst, Mann. Aber es ist so ein geiles Abenteuer. Den Flynn, der wird noch so auf die Fresse kriegen. Ich hab irgendwas gewusst, dass das ein Verräter ist, Alter. Vielleicht war das noch von da. Oh. Venedig? Ach du Scheiße. Ich würde mich, glaube ich, wieder zurückfallen lassen. Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? 3 Monate später. Sieh es ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich. Hey, hey, hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, Sully ist da! Wie läuft, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja. Ich muss mir ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Freunde fürs Junge, Leben. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Oh! Nate. Oh nein, nein! Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, Lazarevich? Der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Ich kenne ihn irgendwoher, diesen Lazarevich. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Gute Idee. Rache ist süß, ey. Hier. Er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Sully, Alter. Wie ein großer Bruder oder Vater für Nate irgendwie, ne? So, jetzt geht's ab ins Zelt. So ein geiles Abenteuer am Borneo. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. So, Freunde, Kapitel 3, okay. Borneo. Ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Oh, Igitt, Alter! Genau. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Halt dein Maul, Alter. Da ist gerade irgend so ein Vieh lang geschwommen. So ein... Oh mein Gott, ich gehe da nicht rein, Alter. Hör mir auf, ich hasse solche Tiere im Spiel. Oh mein Gott. Habt ihr das nicht gesehen, Alter? Ich schwöre auf alles, da war irgendwas. Ich habe keinen Bock, dass ich mich gleich angegriffen werde. Ey!
Hilfe! Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Wir müssen alle Sprengladungen scharf machen. Ey, da war doch vorhin so ein Riesentier. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier weiter. Scheiße, was war das für ein Riesentier? Ey, ist ja richtig ekelhaft gewesen. Komm, das war ein Krokodil, oder? Behalt die Wachen im Auge. Ja. Behalt die im Auge, keine Sorge. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Ich schwitze wie eine Nonne. Sonnen. Okay. Alles klar, wir sind wieder im Dschungel, Freunde. Indiana Jones-Style. Hey, Vorsicht. Da vorne. Was ist denn da vorne? Die dürfen euch nicht sehen. Die dürfen machen wir fertig. Ganz leise. Ich sag dir leise. Oh. Nicht. Das ist das Gegenteil von laut. Hier. Okay, war jetzt nicht so leise, aber wir haben sie fertig gemacht. Wo geht's denn jetzt hier weiter, Alter? Was ist das denn? Ah, liegt ein Schatz drauf. Okay, erster Schatz. Ah, da hinten ist noch jemand. Hab ich gar nicht gesehen. Wem legt sich Sully denn da an? Der ist Sully, Alter. Kannst du keinen alleine töten, du Bescheid? Hier, zack. Hab ich. Ey, wie Schüsse brauchen die, Alter? Die haben eine fette Panzerung. Seht ihr das? Alter, die sind gut gepanzert. Ich habe Angst vor diesem Krokodil. Nicht, dass das gleich kommt oder so. Hier, ey, der hat eine... Oha. Wie viele von denen da kommen, Alter, ne? Warte mal. Hier, in deinen Kopf rein. In deinen Birne, Peter, wa? Hier, in deinen Kopf. Ich gehe in deinen Rücken. Hier, zwischen deine Eier, du Pisser. Flieg runter. Das dürften alle gewesen sein, oder? Junge, fall nach oben. Wir können uns darüber schwingen. Ah, okay. Du vielleicht. Jetzt nehmen wir erstmal die Munition von den anderen auf. Einen anderen Weg nach oben. Okay, hier geht's auf jeden Fall hoch. Sully schafft das doch locker. So ist das auch nicht. Ja, okay. Wie sollen wir jetzt weiter? Wo soll's denn jetzt hier weitergehen, Mann? Warte mal. Okay, ich schau mir das nochmal an in Ruhe. Ah, okay, da drauf, glaube ich. Warte, wir nehmen erstmal die AK mit. Ja, das wissen wir. Ja, guck mal, so. Jetzt einfach darüber. Zack. Ja, hab ich's doch gewusst. Jetzt mit Schwung und dann... Whee, komm. Komm, Schwung. Nate, spring. Wie macht man das? Hallo? Ja, genau so. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt müssen wir noch balancieren. Ey, guck mal, was sind das für schöne Vögel, Alter. Guck mal, wie schön, Alter. Ein Papagei, Alter, wie süß. Erinnert mich direkt an mein Haustier Shine, Jake, Alter. Shine. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich tue euch doch nichts. Ich würde niemals auch in einem Spiel Tiere abballern. Das würde ich niemals machen können, Freunde. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Ah, da ist ein Stein. Ich muss dann, glaube ich, runterwerfen für Sullivan. Victor Sullivan. Hey, Sully, komm hoch. Ah, klasse. Danke dir. Da lang. Hey, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Sie müsste längst tot sein. Da hinten sind Gegner. Pass auf, ey. Oha. Nehmen die AK. Alter, die sind auf jeden Fall gut gerüstet, Freunde. Die haben eine fette Rüstung um ihren Körper. Bam, bam, bam. Sieht aus wie die Special Sonderforce, Alter, Junge. Oha, oha. Ey, ey. Okay, ruhig, 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 ruhig. Wo sind denn die anderen? Ich glaube, einer war noch hier, ne? Oder? Ah, das kann man... Guck mal, seinen Kopf, Alter, warte mal. Den habe ich Bock zu boxen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Bam, bam. Bam, Junge! Faustkämpfer, Trophäe bekommen. Alles klar, ist hier noch irgendwo was? Nee. So, jetzt muss es irgendwo weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Ich sehe jetzt hier kein... Ah, hier, oder? Nee, es ist so ein Kreislauf. Warte mal, sieht ihr irgendwo, wo es weitergeht? Ich sehe gerade gar nichts hier, ey. Bin ich blind? Ah, da ist... Okay, okay, ich bin blind gewesen. Sorry, Freunde. Muss nur genauer hinschauen, dann findet man es auch. Das erste Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen. Aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Hier draußen ist doch nichts. Wann geht er endlich auf? Oha, wie viele sind denn hier, ey? Das sind echt verdammt viele.
Bist du bereit? Auf geht's. Okay, so, auf geht's, Freunde. Hey, ich hab mir noch in den Kopf geschossen, in den Kopf. Die haben keine Chance, Alter. Warte, ich hol jetzt mal alle, komm. Bam. Weiter, 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 weiter. Komm her, du Pisser. Hier, hier, in deine Fresse. Komm her, zeig dich. Alle tot. Höchstens links können noch welche kommen. Boah, Alter, wie viele hier. Was für ein fettes Lager hier einfach ist. Boah, da kommen jetzt echt viele, Mann. Boah, wir haben eine West Kaliber, Alter. Die ist die beste Waffe. Komm her, Freunde. Ein Schuss, die sind tot. Mist. Hier, Alter, ein Schuss, Alter. Die Waffe ist so krass, ne? Ich schwöre es euch. Guck mal jetzt. Bam, Junge. Gefällt dir das? Ja, ich finde die West Kaliber immer noch. Die ist so geil, die Waffe. Guck mal jetzt hier. Einfach bam. Ein Schuss, der macht einfach einen Turner, aber der dreht sich um. Machen wir jetzt auch die West Kaliber hier in deine Fresse. Okay, jetzt haben wir keine Schüsse mehr für die Waffe. Jetzt muss ich schnell hier hoch, Alter. Oh, Junge, was geht denn hier ab? Freunde, ich darf nicht sterben. Wir sind bisher noch gar nicht gestorben, ne? Das ist schon mal erfreulich. Bam, bam, bam. Komm, weiter, weiter, weiter. Abballern, abballern. Da oben ist noch einer. Den hole ich mir jetzt. Zack, zack, zack. Kopfschuss-Experte. Öni, der Kopfschuss-Experte. Alles klar, perfekt. So. Oh. Hier, kriegst du die Pumpgun zwischen deine Eier. Und ich renn mit der Pumpgun. Ah, jetzt müssen wir, glaube ich... Null von vier. Okay, müssen vier Stück irgendwie scharf machen an diesen Teilen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Sullivan müsste eigentlich jetzt hier hinkommen und uns eine Räuberleiter geben. Sully? Räuberleiter, würde ich sagen. Gut. Ich müsste noch eine Räuberleiter machen, ey. Oder? Mit Räuberleiter wäre das doch alles hier kein Problem. Aber irgendwie reagiert der Sullivan nicht drauf. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Sprengsätze platzieren. Aber die Frage ist denn, wo? Vielleicht an diesen roten Teilen, das kann gut sein. Ich schau mal nach. Nee. Ja. Würde ich einfach sagen. Ah, da, da, da. Da ist schon mal eins, ich sehe schon hier. Optimal. Wenn man das auch nicht schafft, dann zeigen die meistens Tipps an. Wir müssen jetzt suchen nach den Teilen. Wer sucht, der findet. Wir hätten uns aber ruhig mal die Orte markieren können, wo das ist. Also ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick nicht direkt. Ich denke mal hier oben, oder? Warte, wir schauen einfach mal nach, lassen uns überraschen. Ah, da hinten sehe ich noch eins, Freunde, geradeaus direkt. Kann man hier hoch? Nee. Okay. Wow! So, da ist das zweite. Optimal. Ist auch nur noch das dritte und das vierte. Noch zwei übrig. Ach, zwei übrig. Ja, geil, Alter. Die sind bestimmt irgendwo versteckt hier. Wo könnten die denn sein, Alter? Ich denk mal weiter hier, ne? Hier waren wir nämlich noch nicht. Hier könnte auch irgendwo was sein. Die letzten beiden werden immer schwer sein zu finden, beziehungsweise das letzte danach. Ah, komm, den einen finden wir noch zusammen. Wo? Hier ist auch nichts. Ah, wo ist das denn? Sag mal, wollen die mich verarschen, ey? Ah, komm, wir müssen jetzt ein bisschen suchen. Hier, komm, wir suchen noch. Da! Ne, das ist schon scharf, oder? Ne, ist schon scharf. Was würde jetzt passieren, wenn ich einfach draufschießen würde? Ah, fuck, Alter, wo könnte das denn sein? Tipp? Nate, wir müssen die Sprengladung scharf machen. Okay, ja, wenn man nicht weiterkommt, dann machen die meistens Tipps. Geben die uns Tipps. Guck mal, wer soll das denn finden hier, Alter? Das ist am Arsch der Welt. Würde ich einfach sagen, das letzte suche ich eben schnell, dann so sage ich euch gleich Bescheid. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, den letzten habe ich gerade auch gefunden. Ich habe jetzt zwei Minuten gesucht, mal gucken. So. Alles klar, wir müssen jetzt Lazarevich einen Besuch abstatten. Nur die Frage ist, wo lange es jetzt geht. Ah, jetzt wird's. Ah, okay. Jetzt ist er bestimmt dahin, wo es mit der Räuberleiter war. Alles klar. So, 100%. Guck mal, der Sully rennt schon dahin. 100% jetzt Räuberleiter. Ja, siehst du? Komm her, ich helfe dir hoch. Lieber umgekehrt, oder? Los, warum soll jetzt Sully da hochklettern? Echt hübscher Hintern, Sully. Echt süßer Hintern, Sully. Hier, Kleiner. So, perfekt. Okay. Jetzt sind wir oben. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami spült Schiffe so weit an Land. Oha, Alter. Sieht leer aus. Guck mal, hier geht's jetzt zwei verschiedene Wege. Einmal links, einmal rechts. Ja, Freunde, ich würde einfach sagen, jetzt ist die perfekte Stelle, um das Let's Play zu beenden. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde erreicht. Und wir haben hier aufgehört, wo wir die vier Sprengsätze platziert haben. Und beim nächsten Mal geht's jetzt hier weiter in Richtung Zelt, beziehungsweise Ort, wo Lazarevich sich befindet. Was ist das für ein Name, Alter? Lazarevich, Lasagne, Alter.
Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich wieder sehr über 6000 Likes freuen. Morgen geht es dann wieder weiter mit 2 Videos. Freut euch drauf. Alles klar, euer Öni ist raus. Auf viel FIFA findet ihr auch noch ein Video. Schaut auf Instagram vorbei. Macht's gut, haut rein und ciao!